was bisher bei Portal Knights geschah. Rakan und Garisto landeten in einer für sich neuen Welt. Sie trafen auf neue Gegner, neue Gestalten und die Welt war wieder eine andere. Doch sie waren diesmal nicht ganz allein, denn sie trafen hier und da mal ein paar Bewohner. Der eine sehr sprachlos bzw. auch sehr erbost, dass die beiden da waren, und der andere half ihnen sogar mit einer kleinen Quest. Eine Quest, die ihnen dazu half, mehr und mehr an Erfahrung zu gewinnen. Doch was den beiden nur übrig blieb, ist eigentlich am Ende, sich eine Behausung zu suchen, denn schutzlos dazustehen und wissen nicht, wo man weitergehen muss oder wo es weiter hingeht, konnten sie sich nicht lassen. Sie beschlossen beide gemeinsam, das kleine Häuschen ihr eigenes zu nennen. Rakan, wo bist du? Garisto, bin draußen! Was machst du schon wieder draußen? Ich hänge auf dem Feld rum. Ich habe gestern Nacht noch Bücher gelesen. Also warst du nicht schlafen? Nein. Ich habe nur... Okay. Auf der Bank war es ein bisschen unbequem. Und was hast du da bei dir? Was ist das hinter dir? Gerade auch schon gemerkt, mir ist irgendwie eine Katze zugelaufen. Eine ganz komische Katze. Die sieht sehr komisch aus. Aber sehr. Was hast du mit der Katze gemacht? Ich habe damit nichts gemacht. Ich habe geschlafen. Was hast du? Ich habe auch geträumt, dass eine Katze da war. Und ich frage nicht. Irgendwie wissen wir allmählich, in dieser Welt ist alles möglich. Oh ja. Vielleicht habe ich mir eine Regenbogenkatze erträumt. Und dann kriegst du sowas. Kann ich mir meine Heimat wieder erträumen und komme dann wieder zurück? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Danke für deine Hoffnung, Garisto. Wirklich. Danke. Ja, wie super. Immer. Was mir gestern dabei eingefallen ist, wir kommen ja immer so auf dumme Ideen. Sehr dumme Ideen. Ja. Yeah. Meine dumme Idee ist heute, da ich mich gestern mit so ein paar Büchern auseinandergesetzt habe, uns auch in die Magie reinzubegeben. Auch wenn das nicht sagen. Auch wenn das für uns beide nicht das ist. Es wird uns eventuell was helfen. Ja, aber trotzdem können wir bei Magie wahrscheinlich auch Tränke brauchen. Genau das ist das. Ich habe irgendwie auch im Traum gehabt, dass ich mir eine neue Waffe und so gemacht habe. Und guck mal, die habe ich komischerweise in der Hand. Hey, das was ist das sehr, für sehr eine Welt? Aus. Eine sehr komische Welt, Garisto. Ja, sehr, sehr komisch. Eine sehr, sehr komische Welt. Besonders mit deiner Regenbogenkatze. Das ist noch so ein bisschen sehr besonders komisch. Mit der Regenbogenkatze. So, ich wandere noch mal kurz aufs Feld. Und hier hat sich noch einiges geändert. Hast du noch weitergebaut? Ich habe letzte Nacht noch sehr leise ein bisschen umgeräumt. Du hast tief und fest geschlafen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast die ganze Nacht. Ja, siehst du. Ich habe mir so eine Katze geträumt. Ich merk's. Und irgendwie neue Werkzeuge. Und ich konnte die gestern Nacht alles machen. Also du warst da am Schlafen und ich konnte dann Ruhe weitermachen. Vielleicht war ich so tief in der Traumwelt, dass ich dann geschafft habe, die mitzunehmen. Aua. Ey, lass Rakan in Ruhe. Warum werde ich immer davon gehauen? Warum greifst du jeden an? Komisches Panzerechsenvieh. Ich wollte nur meine friedliche Gartenarbeit machen, so friedlich wie ich bin. Naja, du friedlich. Doch, sehr sogar. Da streiten sich die Geister. Ist doch bei uns immer so. Das da streiten sich hier sowieso die Geister, die hier sind. Ja. Hallo, Mr. Schildkröte. Das ist halt das Problem, deswegen verarschen die Geister uns auch gerade. Aber aufs größte Übels. So.
Deswegen ist das alles so chaotisch bei uns. Nur der Chaot. Dass wir einfach in einer Welt landen. Das ist noch das Schlimmste. Wir bauen einfach zu viel Blödsinn. So eine Art. Wir? Eventuell du. Eventuell ich. Ja. Warum krieg ich immer die Schuld, wenn du die meisten Blödsinn machst? Ich mache nicht den meisten Blödsinn von uns beiden. Doch, Jetzt klar. erklär mir doch nun, wie sich unsere Wege weiter kreuzen sollen. Ich weiß das nicht, da müssen wir schauen. Na, wohin denn schauen? Nach Norden, nach Osten? Nach Süden oder Westen? Irgendwas muss passen. Irgendwas muss Vielleicht schon gucken, passen. dass wir in eine neue Welt reinkommen. Ich hoffe mal. Oder nochmal in die andere Welt, die nochmal genauer erkunden. Ich habe gesehen, die letzten Tage, wir haben hier zwei Portale. Und Ja. wir sollten sehr, sehr drauf gucken, welches wir nehmen. Ich habe auch gesehen, du hast das Dach anders gestaltet, etwas weit höher gesetzt. Wir haben ja der Platz, der reicht mir nicht mehr hier. Das, was wir hier anschleppen, ist wirklich viel. Viel zu viel. Und wir können nicht alles mit uns schleppen. Das geht nicht. Nee, nee, das stimmt. Ich glaube, wir brauchen trotzdem ein größeres Lagerraum. Wie wär's? Wir haben unten noch einen Kellerabschnitt, wo wir auch durchgegangen sind. Ja. Ob wir den nicht größer machen Und da uns weiter und uns ausbreiten. ein Lager, halt einen Lagerraum reinbauen. Das könnten wir auch machen. Würde ich mal so sagen. Ich brauche ja gar nicht fragen, ich höre dich schon. Genau. Frage ist, dieser komische Bohrer, den ich herstellen kann, ist das schneller als die Spitzhacke? Teste es. Du kannst es nur versuchen. An meinen Schmiede am Mast. Oh, ich werde hier wahnsinnig. Bergbaukralle. Zwei Kupferbahnen. Davon haben wir noch genug. Kupfer habe ich auch genug bei mir. So, ich glaube, ich habe erstmal alles draußen, was ich nicht mehr brauche. Das brauche ich nicht mehr. Haben wir noch irgendwo Kohle? Ja. Können wir irgendwie Schilder herstellen zum Beschriften? Nein. Dann Das heißt geht das Suchen. suchen. Immer suchen, suchen, suchen. Sonst such doch hier außen. Hier vorne ist bei uns am Garten was. Und da hast du eine Kiste falsch schon gesetzt. Hast du Ach. getrunken? Nein. Die öffnet sich halt nur andersrum. Ja, aber du hast doch getrunken. Nein, ich trinke doch nicht. Einen kleinen Schluck. Hast du Ich muss wahrscheinlich doch dir zu die. viel genommen. Ich muss doch die Tränke testen. Ja. Und dann hast du natürlich gleich ein alkoholisches Getränk probiert. Mag wohl sein. Ein bisschen. Warum? Sie schmecken Du machst lecker. auch nur Blödsinn. Ich sag's ja. Die schmecken aber lecker. Ja, kann sein, aber nicht, wenn du was bauen willst. Doch. Die schmecken sehr lecker. Ja, ich merk's. So. Das ist unser Rakan. Ja. Immer wenn was zu trinken gibst, ran Ist er da. da ran? Becher her und los geht's. Oder Giftfäß oder was du dafür nimmst. Ach nee, du nimmst da so einen großen Krug dafür. Ich nehme immer was Kleines mit. Bei dir ist klein halt groß. Was für andere So, groß ist. das kann wohl sehr sein bei mir. Ach, Herr Mister und Schildkröte. Sie wollen doch nicht in meiner Suppe landen. Ich schaue mich noch ein bisschen um, wenn das okay ist. Ja, klar. Alles gut. Mach ruhig weiter. Wir müssen mal gucken, dass wir in eine Welt kommen, wo wir Eisen herkriegen. Müssen mal die Bergbank noch erweitern können. Aristo, was hältst du denn davon, wenn ich diese Portale, die Und ich den hier sehe, Amboss. aktiviere? Kannst du gerne machen. Gut, dann halte dich mal fest, wenn die Welt ruckelt. Eins, zwei, Zauberei.
Okay, ich sehe halt gerade Bergbaukralle. Baut Edelsteine und Dann andere zwei magische Blöcke Zauberei. effektiv ab. Baut Stein, Erzkohle und Metallblöcke effektiv ab. Aber ist halt die Spitzhacke. Bergbohrer. Baut Unser Erde schöner Wald, effektiv er ab. wächst hier mittlerweile sehr hoch. Habe ich gesehen. Ein, zwei, Zauberei. Das war jetzt So. Partei Nummer 2. Genau. Okay. Ab sofort müssen wir uns nun entscheiden, wo Wir wir müssen hingehen mal gucken, wollen. dass wir auch bald unser Schmerzofen aufrüsten können, ne? Das steht genauso fest. Doch, das hat, glaube ich, auch noch Zeit für uns beide. Ja, aber ich will nicht wissen, was wir dann machen können. Einiges. Wenn man das so sich so in die Bücher liest und die Zeichnungen, die man da erkennen kann, erwartet uns so einiges. Aber wirklich einiges. Ich werde mich nur um unsere Nachbarn hier kümmern. Die friedliebigen Menschen hier. Und wenn du gerne und Lust hast, können wir gerne nach deinen Vorlieben nach Eisen nachgehen. Die Frage ist, welches Portal wollen wir nutzen dafür? Sollen wir uns überraschen lassen? Können wir auch machen. Wir können uns gerne überraschen lassen. Ich brauche gerade noch ein bisschen Kohle. Suche ich hier gerade noch. Aber Kohle ist auch rar gesät bei uns. Sehr rar, aber Mehr das sollte. Gegner als Kohle. Vielleicht geben die Finde Gegner auch ich. Kohle. Hallo, Mr. Nick. Nee, glaube ich nicht. Also bis jetzt habe ich nichts bekommen. Da bist du komisch, das Vieh. Bin auch in Was deiner wir eigentlich Nähe. auch machen können, wir können hier halt, dass das schön aussieht, die ganzen kaputten Häuser abbauen auch. Das könnten wir Wir mal kriegen da. das könnten wir immer eigentlich mal machen. Ja. Können wir halt neue Sachen dazu. Neue Baumaterialien. Für unser Haus. Und hier wohnt ja Ja. keiner mehr. Nee, hier wohnt echt keiner mehr. Das stimmt. Und wir gucken auf nichts Schäbiges drauf. Nix Schäbiges. Sagt der Schäbige. Warum? Ich bin doch nicht der Schäbige. Weiß er nicht. Aber der Flinke. Das ist wohl wahr. Mit oder ohne Sieht man Gesöff. gerade, so schnell wie du die Hälfte abgebaut hast eben. Ja gut, mit Gesoff bist du noch flinker. Na, die Immer. Frage ist, du mähst ja nur noch alles nieder dann. Das muss so sein. Das hat mir mein Großvater immer gesagt, Junge. Auch Ein Trinken und dann bist du schneller, um ein alles zu Tröpfchen zum setzen. Gunste des Zielens. Genau. Und manchmal übertreibst du das ein Gunst zum Zielen und Nein. dann ist alles kaputt. Gar nicht. Auch. Da brauchst du dich nicht rausreden. Das habe ich aber schon. Nein. Dass ich das nicht mache. Sollst du aber nie. Bin ein sehr artiger Mensch. Ja. Da Möchtest möchte ich du lieber nichts zu sagen, lieber dich Rakan. widersprechen? Ich sag da lieber nichts zu. Du weißt, wie Gut. ich das sehe. Gut, gut, gut. Ja. Dann sind wir uns ja beide Ist auch sehr einig. egal, da brauchen wir uns nicht streiten. Ich mach Ich mal weiß, die dass ich Löcher. recht habe. Nö. Du hast nie recht. Aber Doch. wenn du denkst, dass du recht hast, dann hast du recht. Genau. Ist deine Sicht, aber meine Sicht. Nö. Wo bleibst du denn eigentlich hier? Kannst du abbauen? Ich habe gerade das Loch gefüllt. Ich habe eben Holz noch abgebaut an der Stelle. Übrigens hängen hier auch noch die ganzen Lampen. Und aus irgendeinem Grund habe ich bei mir auch noch ein paar Lampen. Vielleicht hast du auch wieder Lampen geträumt, wie mit deiner komischen Katze. Ich habe mir nicht 8 weiße Laternen. Also mit weißem Licht. Stell die doch bei uns hin. Ja. Kann ich machen. Schenkt uns vielleicht auch mehr Licht in der Umgebung.
Ein bisschen. Hallo, Mr. Oh, das Pieps. ist schon heller. Oh, hier noch Ach, jetzt einen. muss ich mich um alles kümmern, Und ich glaube da. es nicht. Dann ist das gut erleuchtet. Ich setze mal da eine hin. Und dann setze ich da Oh. eine noch hin. Ach, ein kühles Wasserbecken. Dann kühle ich mal ab. Und ich setze noch eine über den Schmelzofen. Bei mir findet sich hier auch nicht. Das sieht mir aber so ein bisschen blöd aus. Mache ich da noch eine hin. Dann sieht das gleichmäßiger aus. Du kennst mich ja. Ich mag nicht, wenn das so komisch aussieht. Deswegen lebst du auch gerne mit mir zusammen. Mit dem Chaoten. Ja, genau. Du bist der Chaot vom Dienst. Das ist richtig so. Aber mir gefällt immer noch nicht das kaputte Bett. Aber du konntest tief und fest drin schlafen. Ja. Wenn man kaputt ist, man kann dann einschlafen. Das weißt du selbst. Man hat's bei dir gesehen. Du wolltest gar nicht mehr irgendwie wach werden. Ich hätte auch Nö. gedacht, dass du nach den 2 Tagen, die du geschlafen hast, noch weiter schläfst, aber Wie? 2 Tage habe ich geschlafen? 2 Tage hast du geschlafen. Und dann hast du nicht versucht, mich aus dem Bett zu kicken? Nein. Was du sonst eher immer versuchst. Nein, ich dachte mir, ach, ich nehme mir meine Bücher, setze mich in die Ecke, setze mich in die Sonne. Mann. Ich gucke mir den Garten an und lasse Und dich einfach lässt mich schlafen. schlafen. Genau. In der Zeit konntest du ein bisschen studieren. Und es Hast hat das auch mit so deinem geholfen. Deal noch weiter erkundet. Stimmt's? Es hat auch sehr geholfen. Ja. Ja. Ich habe hier eine Höhle gefunden und ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Würde ich mal noch nicht machen. Würde ich erstmal lassen. Ich töte die Monster hier Ich erstmal würde gern nochmal. wissen, was uns da lang führt. Und es wird auch bald Zeit wieder, ne? Jetzt wird es hell, es wird wieder Es ist dunkel. eine Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist dunkel. Und diesmal lasse ich dich schlafen. Weil du Nein, nein, brauchst ja nicht mal deinen Schlaf. das ist schon sehr in Ordnung so. Doch. Du brauchst auch mal endlich deinen Schlaf. Nein. Das geht wirklich, wirklich. Nee. Ich hole noch ein bisschen Kohle fürs zum Heizen, damit du nicht frierst gleich im Bett. Nee, Kohle brauche ich halt nur für zum Schmieden. So. Und das ist Das ja sieht noch doch schon nicht mal, kalt, das so sieht doch schon mal ein kalt, bisschen hübscher aus hier. dass man nicht schlafen kann. Was sind das da eigentlich? Warte mal, hier konnte man auch noch runter, ne? Ja, pass aber auf. Was kann ich was da unten, ne? Oder war es vielleicht schon ganz unten? Nein, aber da wolltest du mich fast runterschubsen. Nein, wollte ich gar nicht. Ich habe da aus Versehen was hingeworfen. Aus Versehen? Du Ich wolltest mich dachte, da man kann ihn halt runterstoßen. setzen und dann zünden, aber nicht, dass Denk du ihn nicht. getroffen hättest. Denk Ja, nicht. ich kann das nicht, ich weiß. Komm, wir gehen. Hier sind wieder die Schleime. Merkst du? Du bist schon wieder müde. Oh. Du solltest doch allmählich mal schlafen gehen. Nein. Dann bleib ich dieses Mal wach und du gehst schlafen. Und was passiert dann? Finde ich dann auch noch ein Haus wieder? Ja. Das Bist du Haus sicher? findest du Oh, wieder. ja, das Haus finde ich gerade wirklich wieder. Ist eine. Ob ich dabei schlafen kann bei. Bei der Helligkeit? Klar Bei kannst du diesem schlafen. Licht. Oh. Doch. Du kannst, egal wie hell das ist, doch schlafen. Das kennen wir doch schon von dir. Dann würde ich sagen, mache ich mir das diesmal auf der Bank gemütlich. Die Und du ist gehst sehr schlafen. ungemütlich. Ja. Ich krieg das schon gemütlich. Gute Nacht, Rakan. Gute Nacht, Bis morgen. Charista. Ja, kleine Pflanze, frisst mein Feuer, schade. Ich hab nicht gedacht, das geht mir so. Piu, 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 was geht ab?